Lichtgeschwindigkeit. Montag, 3. Januar 2011. Meine Hauptnachrichtung in diesem Moment aus dem Radio ist der Zersetzungszustand, der Aufklärungsabbau, gekennzeichnet durch das Ende der Wehrpflicht, in dem nicht mehr jeder einfache Mensch lernt, wie die Waffentechnik von heute zusammenhängt, wie das funktioniert. Das hat man sich vor etwa 200 Jahren erkämpft, dass nicht nur Adlige schießen dürfen. Wir haben Heinrich von Kleist hier bei dem Neuen Deutschland, der ist wegen des Militarismus des Adels mal unglücklich gewesen. Heute gibt man das auf, weil ein Profi-Söldner-Heer kritikloser in jedem Krieg, an jedem Ort der Welt zu rekrutieren ist und einzusetzen ist, völlig abgekoppelt. Während heute schon 70% der Deutschen gegen den Krieg der Deutschen, der seit 10 Jahren betrieben wird, in Afghanistan eingestellt sind, der Krieg trotzdem gemacht wird, wird man dann mit Berufssoldaten das ganze Spiel natürlich einfacher haben. Das ist meine Hauptnachricht heute. Aber in Wirklichkeit, am meisten beeindruckt hat mich die Vorstellung, dass eine Region so groß wie Westeuropa mit Wasser bedeckt ist, nämlich im Norden Australiens, Queensland, die Heimatgegend von dem Julian Assange von WikiLeaks ist unter Wasser. Unglaublich, das Land ist ganz flach, wird von meandernden kleinen Flüssen durchzogen, die das Wasser nicht abführen. Und das ist im Grunde genommen alles ganz ausgetrocknet, deshalb kann, wenn viel Wasser kommt, das dann nicht einsickern. Man müsste den Boden sozusagen vorher anweichen. Also die haben jetzt ein Wasser, wo sonst Erde ist. Das finde ich persönlich sehr beeindruckend. Aber viel schlimmer finde ich natürlich, dass Deutschland eine Inflation macht, aufgrund der Schuldenpolitik und des Luftgelddruckens. Und jetzt wird uns jeden Tag erzählt, was alles teurer geworden ist. In Wirklichkeit ist das Inflation. Der Wettbewerb auf dem Weltmarkt von Produkten und Rohstoffen, der kann auch den Preis treiben, wenn andere nachfragen und Konkurrenten mit viel Geld auftreten. Aber es ist nicht so, dass die BMWs in Deutschland bislang teurer geworden sind, weil in China viel BMWs gekauft werden. Also insofern, wir haben eine Inflationsteuerung und zwar, die fängt langsam an zu galoppieren, das ist ganz schlimm. Und der Finanzminister Schäuble, statt zurückzutreten oder hier wirklich jetzt eine Inflationsbremse einzuschieben, das Luftgeld abziehen zu lassen von der Notenbank, das passiert alles nicht, es ist unverantwortlich, während die Politiker nichts anderes tun, als auf ihre Wahltermine zu gucken, um möglichst über die Schlechtstellung der anderen selbst besser gestellt zu sein. In Wirklichkeit sind bereits 40% der Deutschen nicht mehr bereit, überhaupt irgendeine dieser Blabla-Parteien zu wählen. Gut, wir werden das sehen. Das Neue Deutschland heute schreibt, die Linkspartei verliert innerhalb eines Jahres 2500 Genossen. Das ist nur Ausdruck der allgemeinen Inspirationslosigkeit durch die Parteien in den Parlamenten. Denn wenn man sich für die Linkspartei beispielsweise engagiert, muss man ja sagen, dass sie doch insgesamt im Politikgeschehen relativ wenig bewirken können. Wir haben die Abkopplung der Menschen von der Gesellschaft und wir haben auf der anderen Seite nicht gelöste Probleme und eine Art internationales Kapital bedienenden Parlamentarismus, der immer mehr zum zentral abgekoppelten Entscheidungsgespenst in Brüssel sich hinwandelt, gewandelt wird, statt auf die Basis von Gemeinden und Bundesländern zurückgeführt zu werden, wo die Menschen leben, wo die Integration stattfinden müsste, wo die Probleme sind und wo die Probleme auch verstanden werden müssen und gelöst werden müssen. Das findet nicht statt. Also wir haben jetzt den Aufklärungsbruch, nicht mehr jeder lernt in Deutschland, mit welchen Waffen wir uns zu verteidigen gedenken, sondern das wird einer Zombie-Gruppe von hochbezahlten Söldnern überlassen, am besten welche, die dort, wo man den Krieg machen will, auch dort rekrutiert werden. Also die deutsche Bundeswehr wird dann mit afghanischen Soldaten in Afghanistan bestückt. Wie schön. Ich habe hier im Neuen Deutschland eine ganze Reihe interessanter Themen gefunden, die auch durchaus für die Tageslage interessant sind, aber das Eindrucksvollste ist also hier Heinrich von Kleist,
der adlige Schriftsteller, der am Wannsee sich letztlich die Kugel gegeben hat, weil er sich nicht richtig glücklich fühlte in seiner Gesellschaft. Das machen wir ja anders, wir nehmen Depressionstabletten und sind auch nicht wegen der Gesellschaft unglücklich, sondern weil wir selber als Prinzen und Prinzessinnen nicht so rauskommen, wie wir möchten. Die Bescheidenheit, sich das Leben zu erfreuen alleine, ist vielleicht nicht seligmachend, wenn sie nicht von den anderen anerkannt wird. Und die soziale Friktion bei uns geht so weit, dass einem noch freundlich gesagt wird, du interessierst mich nicht. Also zumindest wird das noch gesagt, das ist ja noch ein freundlicher Ausdruck des sozialen Desinteresses. Berlin, Goethe neu, das finde ich auch interessant hier, also in Weimar wird das Goethehaus touristisch umgebogen, da soll man dann was nahegebracht kriegen. Ich schätze das Goethehaus, weil man da einfach reingehen konnte und da stand mehr oder weniger Personal, das aufpasste und wenn man was fragen wollte, konnte man freundlich fragen. Ansonsten wurde man da nicht bedrängt von irgendwelchen Sondershowen oder so, so konnte sich das in Ruhe angucken. Das finde ich unerwünscht, was man in Weimar macht. Weimar, Klassikstiftung Weimar, denkt sich Quatsch aus. Ja, Ringelpiet, sie sollen noch Flaschen mit Apfelessig in die Winkel stellen und Weihnachtskugeln aufhängen mit elektrischen Kerzen im Goethehaus. Dann hätten sie noch richtig Stimmung. Die Bild-Zeitung heute bringt am Montag, den 3. Januar, so schnell schreiben Ärzte gesunde krank. Da ist hier ein Rezept abgebildet, so aussehen wie ein echtes Rezept, mit der Diagnose vom Arzt eingetragen, keine Lust auf Arbeit. Das finde ich auch interessant, insofern, dass das ja eine Regelwidrigkeit ist. Ja, also die Bild-Zeitung bringt hier eine Regelwidrigkeit aus. Statt zu arbeiten in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, lassen sich Leute, weil sie keine Lust haben zum Arbeiten, krankschreiben. Klagt hier die Bild-Zeitung an. Das ist die typische Sündenbock-Nummer. Die anderen sind schuld, die Faulen und die nicht ihre Pflicht tun. Ja? Dann ist auf Seite 2 aber hier etwas bizarre Propagandashow der iranischen Reporter. Und ein Post von Wagner, der diese Reporter, diese Deutschen im Iran, die im Gefängnis sind, jetzt hier großartig bewundert und elogiert. Und da möchte ich nur sagen, diese Leute, Reporter, die sind unter Verletzung des iranischen Rechtes in den Iran eingereist und hätten dort nicht als Reporter tätig sein dürfen, haben sie aber versucht. Und darum geht es zunächst. Ja? Da ist die Regelwidrigkeit im Iran, die hier zum Heldentum umgestaltet wird. Hier sind die echten Helden, die krank machen, weil sie keine Lust haben und die werden dann angekreidet. Das alles auf hier einem halben Quadratmeter Bildzeitungspapier, das ist schon der Hammer. Intelligenter geht es kaum. Gut, das finde ich interessant. Der große Kandidatencheck, Bürgermeisterwahl in Berlin im Jahre 2011, vorbereitet Renate Künast und einen Herrn, den wir nicht kennen, von der CDU. Dann nenne ich auch den Namen nicht. Und hier ist nochmal groß gemacht, 3 Ärzte schrieben mich krank, obwohl ich kerngesund bin. So, so ist die Bild-Zeitung auf der Höhe des Themas, dass die Bundeswehr abgeschafft wird für die Deutschen und stattdessen ein Söldnerheer eingerichtet wird. Und dann haben wir hier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das kann ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht alles bringen, was hier alles fehlt, denn die haben eigentlich als wichtige Themen alles, was wichtig ist, also Afghanistan-Krieg, deutsche Schuldenpolitik, Zersetzung, Bundeswehrabbau und sowas, das haben die alles nicht, sondern sie halten sich hier auf mit Trainer Rangnick verlässt Hoffenheim. Naja, das ist, finde ich, als Winterpausennachricht ein interessantes Thema. Westerwelle dringt auf Klarheit gegenüber Minsk. Also in Minsk, das ist ja Weißrussland, die Hauptstadt von Weißrussland, da geht es darum, dass in Minsk Wahlen waren und Lukaschenka wohl keine richtigen, fairen Wahlen gemacht hat und jetzt die Leute, die in Minsk demonstrieren, einfach ins Gefängnis abführt. Das ist wirklich zur Profilierung des Außenministers Westerwelle ein super Thema. Ich hoffe, er hält auf seiner Rede am 6. Januar bei der FDP auch über solche Spitzenleistungen von ihm. Ja, Westerwelle kämpft in Minsk als FDP-Führer in Deutschland um die Steigerung der 3% Zuspruch der SPD, der FDP.
bei den deutschen Wählern. Das finde ich ist wirklich schöner Beweis dafür, für seine Tüchtigkeit. Da muss man sich nicht weiter darüber aufregen. Dann habe ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ja hier noch alles Mögliche Interessante gefunden. Hier Günter Kunert, den ich sehr schätze, den Schriftsteller, der mal in der SED war und dann rausgeflogen ist und in die Bundesrepublik ausgereist ist, schreibt über das Jahr 1961. Ereignisse und Gestalten. Günter Kunert, Lyriker, Essayschreiber, Prosaist und auch Maler und Zeichner. Und jetzt bin ich im Grunde genommen durch. Also ich möchte sagen, mein größter Eindruck ist, die Abschaffung der Aufklärungspflicht für die Bundesrepublik Deutschland, alle Deutschen über die Wehrpflicht in die Militärtechniken einzuführen und in eine Art Wehrpflicht, so heißt es ja, zu nehmen, was eine Ausbildung für das Leben ist, das ist jetzt angeblich zu Ende. Es ist suspendiert, es ist noch nicht gesetzlich abgeschafft und ich bin sehr unglücklich darüber, dass das so ist, aber man kann nichts ändern. Man wird in Zukunft gar nichts mehr hören über das, was bei der Bundeswehr los ist, was jetzt schon sehr, sehr kurz gekommen ist. Feuilleton, hier kann ich nur die Künstler aufrufen, gebt es auf die Staatskassen zu schielen und diese Art von gebrochener Staatskunst zu machen. Die Staatskassen sind leer, versucht euch lieber auf das Publikum zu beziehen, was die Menschen für eine Kunst gebrauchen. So, und dann ist hier noch ein interessanter Artikel. Jeder hat etwas zu verbergen. Im Jahr 2050 werden Hackerjournalisten eine Selbstverständlichkeit sein. So ist die Prognose des Chaos Computer Clubs. Da werde ich nochmal extra drauf kommen. Da habe ich mir so viel schon rausgeholt, dass ich das wahrscheinlich gar nicht alles verarbeiten kann. So, das ist die Lichtgeschwindigkeit von heute. Schönen Dank für den Aufmerksamkeit.